Ja, wir haben in der letzten Stunde uns damit vertraut gemacht, wie Gott mit der Berufung des Mose und mit seinem Handeln an Mose, Reden zu Mose und durch Mose durch und auch direkt zum Volk und durch Mose zum Volk dafür sorgte, dass im Volk Israel niemand mehr daran zweifelte, dass Gott zu Mose geredet hatte und dass alles, was er lehrte und was aufgeschrieben wurde, dass das Wort Gottes ist. Sie wurden vorbereitet auf das Kommen weiterer Propheten, dass sie diese erkennen konnten, also wussten, es kommen weitere Propheten, dass sie diese auch erkennen konnten, die Wahren von den Falschen unterscheiden konnten. Und so wuchs der Kanon bis mit dem mit den Weissagungen Maleachis, der alttestamentliche Kanon, abgeschlossen war. Im Neuen Testament wird berichtet, wie Gott, nachdem er durch die Väter auf mancherlei Weise und über längere Zeit gesprochen hat, am Ende dieser Tage, in der Vollendung der Zeitalter, geredet hat in und durch seinen Sohn. Hebräer 1,1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und der Sohn ist im abschließenden und endgültigen Sinn jener Prophet, der gleich Mose kommen würde und auf den das Volk würde hören müssen. Und das mit 5. Mose 18 im endgültigen Sinn Jesus gemeint ist, das sagt Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3. Vers 22. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgendwer zu euch reden mag. Und er spricht von Jesus aus Nazareth, dass er eben dieser angekündigte Prophet ist. Nun, dieser von Gott gesandte, letzte Prophet, der Sohn Gottes, er bestätigte alles, was Mose gelehrt hat. Er sagt auch ausdrücklich. Und darauf haben die Juden auch gehorcht. Ja, da kommt einer und sagt, er sei nicht gekommen, Gesetz und Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das muss sie auch sein. Ein wahrer Prophet von Gott gesandt darf und kann nicht Mose widersprechen. Und das hat der Herr nicht getan. Er hat Mose bestätigt, Mose beglaubigt. Der Herr sagte zu seinen Zeitgenossen, und wenn er Mose beglaubigt hat, dann hat er auch damit alle, die auf Mose folgten und die Mose glichen, beglaubigt. Und so sagt er zu seinen Zeitgenossen an einer Stelle, Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften. Beachtet, er sagt nicht, ihr erforscht Schriften, sondern die Schriften mit bestimmten Artikeln. Und das bezieht sich auf eine ganz bestimmte Sammlung von Schriften, wo jeder wusste, welche er meinte. Nämlich die Bücher 1. Mose bis Maleachi. Und für die sagte man die Schriften. Paulus schrieb im Römerbrief von den Juden, und so sehen wir, dass Paulus auch bestätigt, er bestätigt Mose. Das muss jeder von Gott gesandte Prophet tun. Auch die neutestamentlichen Propheten, von denen Paulus einer war. Paulus schrieb im Römerbrief von den Juden, Römer 3, Vers 2. Römer 3, Vers 2. Ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Beachtet, nicht einfach, ihnen sind Aussprüche Gottes anvertraut worden. Die Aussprüche Gottes, ganz bestimmte,
nämlich eben der von den Juden empfangene und bewahrte Kanon alttestamentlicher Schriften. Das sind die Aussprüche Gottes. Den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, zeigte Jesus, wie die ganze Schrift, die Schriften von ihm zeugen. Und so hat er wiederum erstens Mose und die Propheten bestätigt und damit auch die Kontinuität gezeigt. Das ist so wichtig, dass wir das sehen. Es besteht eine unauflösliche Kontinuität von allen Offenbarungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Und wenn man eben sagt, das Neue Testament sei etwas ganz anderes, eine andere Theologie und etwas, ein anderer Gott, ein anderer Geist, dann hat man sich nie die Mühe genommen, die Bibel wirklich zu lesen, was die Bibel von sich selbst sagt. Und der Sohn Gottes selbst, er sagt, das Alte Testament in all seinen Teilen zeugt von mir und ich bin jetzt hier und mit allem, was ich rede, handle und tue und getan habe und an euch noch wirken werde, das kommt, sind alles Erfüllungen dessen, was Gesetz und Propheten angekündigt haben. Es hängt alles unauflöslich miteinander zusammen. Ja, Lukas Kapitel 24, zwei Stellen dazu, Vers 27 und Vers 44. Lukas 24, der Vers 27, Verse 26 und 27. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also sein Leiden, Sterben und Auferstehen und Eingehen in die Herrlichkeit. Alles Erfüllung dessen, was in Mose, im Gesetz, in den Propheten, überhaupt in den Schriften steht. Dann der Vers 44. Er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss. Was über mich geschrieben steht im Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Psalmen steht stellvertretend für jene Gruppe von inspirierten Büchern, die die Juden entweder die Schriften nennen, manchmal sagen sie einfach Psalmen und meinen dann alle jene Bücher. Also Psalmen, Hiob, Sprüche, Lieder, Lieder. Sie haben auch Ruth dazu gezählt, zu jener Sammlung. Ja. Also Christus bestätigt, Mose bestätigt die Propheten, die auf ihn folgten, dass alles von ihm zeugt und in ihm die Erfüllung findet. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 15. 2. Timotheus 3, Vers 15. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung. Und so hat Paulus abermals die Schriften, das Alte Testament, bestätigt. Nun, alle Juden, die haben den Kanon von 1. Mose bis Maleachi anerkannt und überliefert. Das kommt in vielen Zeugnissen aus der Zeit zwischen den Testamenten, Zeugnissen von Juden zum Ausdruck. Im Talmud, der Talmud, das war eine mündliche Lehre, nur mündliche Lehre. Das war Lehre von jüdischen Gelehrten und sie begannen, das Gesetz zu erklären, auszudeuten, die Propheten zu erklären, auszudeuten. Nur mündlich, aus Scheu davor, sie haben nichts aufgeschrieben, dass niemand je denke, dass ihre Schriften, die sie dann schrieben, ihre schriftlichen Erzeugnisse, den heiligen Schriften gleichgesetzt würden. Und so nennen die Juden bis zum heutigen Tag den Talmud die mündliche Lehre, die mündliche Tora. Mündliche Lehre. Auch wenn der Talmud inzwischen geschrieben worden ist, aber sie sagen immer noch mündliche Lehre. Es ist nicht Schrift, es ist nicht heilige Schrift, der Talmud. Aber der Talmud gibt uns dieses Zeugnis,
zum alttestamentlichen Kanon, nach den späteren Propheten Haggai, Sacharja und Malachi verließ der Heilige Geist Israel. Und damit sagen sie, bis Malachi heilige Schriften, dann nichts mehr. Nach Malachi verließ der Heilige Geist Israel. Und damit stand für die Juden fest, dass mit Malachi alle göttliche Offenbarung aufgehört hatte. Darum wurden die apokryphen Bücher Weisheit Salomos, die Makkabäerbücher nicht als heilige Schrift anerkannt, verworfen. Dann im Buch der Makkabäer steht folgender Satz im ersten Buch der Makkabäer, Kapitel 9, Vers 27, ist einfach ein historisches Zeugnis. Und es war in Israel solche Trübsal und Jammer desgleichen nicht gewesen ist, seitdem man keine Propheten gehabt hat. Das war schon 200 Jahre nach Malachi. Keine Propheten mehr. Philo von Alexandrien, der große jüdische Denker, 15 vor Christus bis 40 nach Christus, er schreibt, lieber wollten die Juden 10.000 Mal sterben, als dass sie es zuließen, dass ein einziges Wort in ihren heiligen Schriften verändert würde. Das ist die Haltung des Judentums gewesen, seit Malachi. Keine neuen Schriften, das, was sie haben, daran darf man nichts ändern. Entsprechend lesen wir beim jüdischen Historiker Flavius Josephus. Er verfasste im Jahr 95, also des ersten Jahrhunderts nach Christus, er verfasste im Jahr 95 eine Schrift, eine Verteidigungsschrift gegen einen gewissen Apio, Contra Apionem. Und er verteidigt das Judentum, den Glauben des Judentums. Und da spricht er davon, nicht Zehntausende einander widersprechende und widerstreitender Bücher gibt es bei uns, also den Juden, sondern nur 22 Bücher. Und das liegt eben daran, dass die Juden zum Beispiel 1. und 2. Samuel als ein Buch ansehen. 1. und 2. König ist ein Buch. Esra Nehemia ist ein Buch. Die 12 Propheten ist ein Buch. Also die 12 kleinen Propheten ist ein Buch. Also sie zählen einfach anders. Aber dem Inhalt nach sind es genau die Bücher 39 des Alten Testaments, die wir in unseren Bibeln haben. Also es gibt nur diese Bücher, die die Beschreibung des ganzen Zeitraumes jüdischer Geschichte enthalten. Sie werden mit Recht für glaubwürdig gehalten. Vom Tod des Mose bis zu Artaxerxes, der nach Xerxes als König über die Perser regierte, haben die nachmosaischen Propheten die Begebenheiten ihrer Zeit in 13 Büchern aufgezeichnet. Die übrigen 4 enthalten Loblieder auf Gott und Lebensregeln für die Menschen. Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt. Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt, den Schriften etwas hinzuzufügen oder von ihnen etwas wegzunehmen. Ja. Das ist also der Kanon, den die Juden hatten, besaßen, anerkannten und an dem sie nie etwas zu ändern wagten. Lieber wären sie gestorben. Das sagt auch nicht nur Philo von Alexandrien, das sagt auch Flavius Josephus. Dass es ist allen Juden selbstverständlich geworden, diese Bücher, die göttliche Lehren enthalten, festzuhalten und nötigenfalls gerne für sie zu sterben. Sie sind uns gegeben durch Inspiration, die von Gott kommt. Was aber die Schriften betrifft, die nach Artaxerxes geschrieben wurden, also nach dem 5. Jahrhundert, sie werden keineswegs als desgleichen vertrauenswürdig angesehen. Dann noch ein Zitat von Origenes von Alexandrien. Er lebte um 200 herum in Nordägypten, neben Alexandrien. Er stellt eine Liste der Bücher des Alten Testaments auf. Und genau, das ist genau die Liste, welche dem Kanon, den die Juden empfangen hatten und an dem sie festhielten, entspricht. Also hatte die
alte Kirche, die Kirche in der Antike, das gleiche Alte Testament wie der Herr und die Apostel. Und Eduard Böhl, ein reformierter Theologe, Deutscher, der aber in Wien gelehrt und gewirkt hat, Theologie gelehrt hat. Eduard Böhl schreibt in seiner Dogmatik: Mit diesem Kanon hat Gott die Pflanzung der Kirche seines Sohnes bewirkt. Damit sagt er eben, dieser Kanon, den die Apostel verwendeten beim Predigen, beim Lehren, beim Schreiben, mit diesem Kanon hat Gott die Pflanzung der Kirche seines Sohnes bewirkt, eben weil das Wort Gottes ist. Sonst hätte das nicht geschehen können. Der Kanon des Alten Testaments ist geschlossen. Gott hat davor gewarnt, etwas hinzuzutun. Und wir haben diese Zeugnisse bei den diese jüdischen Zeugnisse aus dem Talmud, aus den Makkabäerbüchern gesehen, dass nach Maleachi der Heilige Geist von Israel gewichen war. Keine Propheten mehr. In den 400 Jahren zwischen Maleachi und dem Kommen Christi entstand eine Reihe von Büchern, die Juden geschrieben haben. Aber sie haben die nie als heilige Schrift anerkannt. Sie nennen sie die Genusim. Die Genusim von Aramäisch Genas. Verbergen, die Verborgenen, die Verborgenen. Griechisch heißen sie auch die Verborgenen, Apokrypha. Die Verborgenen. Das sind die Bücher Judith, Weisheit, Tobit, Jesus ben Sira, Baruch, Makkabäerbücher und noch andere. Zusätze zum Buch Esther, Zusätze zum Buch Daniel. Nun, die meisten dieser Bücher, wie ich schon sagte, Judith, Weisheit, Tobit, Jesus ben Sira, Baruch, 1. und 2. Makkabäer, die wurden durch die katholische Kirche als kanonisch erklärt, als heilige Schrift erklärt, erst beim Konzil von Trient. Das tagte während mehrerer Jahre, 1545 bis 1563. Und das war das Konzil der Gegenreformation. Das Konzil hatte nur ein Ziel, eine Absicht, die Lehren der Reformation zurückzuweisen und damit die Wirkung der reformatorischen Predigt zu ersticken. Und weil das wichtigste Prinzip der reformatorischen Lehre das Schriftprinzip ist, die Schrift allein, ausschließlich, hat man auch die Schrift angegriffen und dadurch sie angegriffen, als man sie durch Hinzufügen nicht zur Bibel gehöriger Schriften verunreinigt hat. Man hat die Schrift angetastet. Nun, die Juden haben diese Bücher ja nie anerkannt. Und es gibt ein ganz einfaches innerbiblisches Argument. Also wir müssen nicht einmal auf die Juden hören, einfach in dem Sinne auf den Talmud hören. Es gibt ein innerbiblisches Argument dafür, dass die Apokryphen nicht zur Bibel gehören. Paulus sagt in Römer 3, Vers 2, wir haben das schon gelesen. Römer 3, Vers 2. Ihnen, den Juden, sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das bedeutet, was die Juden als Aussprüche Gottes anerkennen, das sind die Aussprüche Gottes. Gott hat den Juden das anvertraut. Und sie haben das wirklich bewahrt. Auch wenn sie nicht danach lebten und die Schriften nicht verstanden und Christus nicht erkannten. Aber sie haben die Aussprüche Gottes bewahrt. Sie wurden ihnen anvertraut, sie haben sie bewahrt. Zitiere aus dem Buch von René Pasch, Inspiration et Autorité, de la Bible oder des Saintes Écritures. Er schreibt zu dieser Sache: Von Mose bis Maleachi, das heißt, während 1000 Jahren, hat keiner der Propheten
die nichts zurückhielten und jede Sünde des Volkes beim Namen nannten und verurteilten, das Volk je beschuldigt, eine Veränderung, Verkürzung oder Hinzufügung des heiligen Textes verschuldet oder geduldet zu haben. Die Juden mögen ihr Gesetz übertreten, vernachlässigt oder gar vergessen haben, aber sie haben es nie angezweifelt und haben sich immer gehütet, es anzutasten oder anzugreifen. Eine unsichtbare, allmächtige Hand hat sie daran gehindert. Gut, so viel, das soll genügen. Als Argument, ich habe einige weiteren hier angeführt, aber die schlagen wir jetzt nicht nach, die Zeit läuft uns davon, dass die Apokryphen wirklich nicht zum Kanon gehören. Und jetzt kommen wir zum neutestamentlichen Kanon. Der Kanon des Alten Testaments entstand innerhalb der riesigen Zeitspanne von rund 1000 Jahren, sogar etwas mehr. Von Mose bis Malachi, über 1000 Jahre. Das Neue Testament hingegen entstand innerhalb weniger Jahrzehnte. Nach dem Tod des Herrn bis zum Tod des Apostels Johannes keine 70 Jahre. Und da war der ganze neutestamentliche Kanon da. Die Schriften des Neuen Testaments entstanden zu Lebzeiten der Apostel. Und damit waren die Schriften, die die Apostel verfasst hatten, jener ganzen Generation, welche die Apostel noch persönlich gekannt hatten und teils überlebten, ja wohl bekannt. Das müssen wir uns auch vergegenwärtigen. Man kannte ja Paulus und Petrus und so weiter. Man kannte ja Johannes. Und man kannte ihre Schriften und sie wurden kopiert und sie wurden auch ausgetauscht und weitergesandt. Abschriften davon. Ja. Nun, der Herr hat das alles vorbereitet. Hat das auch vorbereitet. Wie er den alttestamentlichen Kanon, das Entstehen des Kanons vorbereitete, hat er auch das Entstehen des neutestamentlichen Kanons vorbereitet. Und wie tat er das? Er berief zunächst seine besonders erwählten Diener, die Apostel. Und denen, die wussten es, als sie berufen wurden, noch nicht, aber denen gab er die Aufgabe, den Grund zu legen zur neutestamentlichen Offenbarung, die neutestamentliche Offenbarung niederzuschreiben und so den Grund zu legen zu allem, was Glauben, zum christlichen Glauben und zum Leben des Christen in der Gemeinde gehört. Wir haben die Stelle gelesen im Epheserbrief, Kapitel 2. Wir lesen das noch einmal, Epheserbrief, Kapitel 2, der Vers 20, da heißt es, dass wir aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, das sind die neutestamentlichen Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Apostel und Propheten, nicht alle Apostel waren Schriftpropheten. Philippus war kein Schriftprophet, aber er war Apostel. Ja. Aber einige der Apostel waren auch Propheten. Sie haben Offenbarungen empfangen, niedergeschrieben. Er kündigte dann diesen seinen Aposteln an, dass sie sein Werk fortsetzen würden. Das tat er, als er die letzten Stunden mit den Jüngern zusammen war, er allein mit den Jüngern, bevor er hinausging, um gegriffen, verhört, verurteilt und hingerichtet zu werden. Wir lesen davon in Johannes 14, 15 und 16. In Johannes 14, 15 und 16, da haben wir die sogenannten Abschiedsreden. Und da sagt Jesus den Aposteln ausdrücklich, das Werk, das ich getan habe, solange ich unter euch war, kommt nicht zum Stillstand. Es wird durch euch fortgesetzt. Johannes 14, Vers 12.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also mein Wirken hört nicht auf. Es werden sogar noch größere Werke geschehen. Und zu diesen größeren Werken gehörte auch die Inspiration und die Verschriftung der neutestamentlichen Bücher. Und das hat der Herr ausdrücklich angekündigt, es geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Johannes 14, 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das erklärt, warum ein Matthäus, ein Markus, ein Lukas, ein Johannes 30, 40, 50 oder 60 Jahre nach dem Tod Jesu alles aufschreiben konnten und dass nichts falsch ist von dem, was sie schrieben, dass alles stimmte. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so verhieß der Herr, dass der Heilige Geist für die vollständige und irrtumslose Niederschrift der Evangelien sorgen würde. Dann Johannes 16, 12 bis 15, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und da macht er ihnen deutlich, es gibt manches, das ihr jetzt noch nicht empfangen könnt, noch nicht ertragen könnt, aber der Heilige Geist wird euch Dinge im Zusammenhang mit mir, mit meinem Werk, mit den Auswirkungen der Frucht meines Werkes euch lehren und in die ganze Wahrheit der Tragweite meines Kreuzestodes, der Auferstehung und der Erhöhung. Was das alles beinhaltet, der Heilige Geist wird euch all das lehren. Und das fand diese Tatsache, dieses Wirken des Heiligen Geistes, fand seinen Niederschlag in den Briefen der Apostel. Der Herr verheißt, dass der Heilige Geist für eine vollständige und irrtumslose Niederschrift der Lehren, der Auslegung, der Bedeutung des Werkes Christi sorgen würde. Dann heißt es weiter in Johannes 16, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgendwer hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und es steht bei Petrus, bei Johannes, auch bei Paulus steht, da und dort stehen Dinge über das Kommende, über das auch heilsgeschichtlich Zukünftige. Aber besonders im Buch der Offenbarung ist das kommende Zeitalter, die kommende Herrlichkeit beschrieben. Und so wird die Niederschrift des Buches der Offenbarung hier angekündigt. Der Herr hat die Apostel erwählt, für diese besondere Aufgabe ausgerüstet durch den Heiligen Geist, und wie dem Mose, so gab er auch den Aposteln die Gewalt, Zeichen und Wunder zu tun. So dass alle, und als sie zuerst nur in Jerusalem und dann in Juda unter Juden wirkten, alle hätten daran sehen können, sie sind von Gott beglaubigt als wahre Propheten Gottes, wie Mose. Nun, den Schreibern des Neuen Testaments war es ja auch bewusst, dass ihre Schriften Wort Gottes waren. Das haben wir schon gesehen. 1. Thessalonicher 2, 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Was wir lehren, als Apostel lehren, ist Gottes Wahrheit, Gottes
Wort. Nun, die Apostel haben ebenso wie Jesus die Autorität des alttestamentlichen Kanons bestätigt. Und durch ihre Schriften wurde der Kanon erweitert, wuchs er Stück um Stück, bis das Buch der Offenbarung geschrieben war. Und damit, dass die Apostel reisten, Briefe schrieben an die Gemeinden, die Briefe auch ausgetauscht wurden, Kolosser 4, 15 und 16, Kolosser 4, Verse 15 und 16, da schreibt Paulus, Kolosser 4, Vers 15 und 16, grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, also der Kolosserbrief, wenn der bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Man hat also Briefe der Apostel untereinander ausgetauscht. Nun, der Brief an die Laodicea, Gott wollte nicht, dass der zum Kanon kommt, ist nicht dabei, aber der Kolosserbrief ist dabei. Und selbstverständlich haben die Leute, die wussten ja um die Einmaligkeit der Apostel. Sie wussten darum, dass sie besonders von Gott beauftragt waren, mit diesem Dienst die Wahrheit Gottes zu lehren, auszulegen und so dem Volk Gottes zu vermitteln. Und so haben sie selbstverständlich das, was sie an Briefen empfingen, auch kopiert, abgeschrieben. Die Briefe wurden ja zunächst einfach, als ein Brief ankam, an den Adressaten, der nahm dann mit bei der nächsten Zusammenkunft in der Gemeinde und hat ihn vorgelesen. Und natürlich wollten viele das auch für sich behalten und viele haben das dann abgeschrieben. Und so wurde von Anfang an wurde abgeschrieben, kopiert, ausgetauscht. Und so entstand der neutestamentliche Kanon. Er entstand durch das Wirken Gottes. Gott wirkte die Überzeugung in denen, die die Predigt, die Lehre der Apostel empfingen, das ist Wort Gottes. Wir lasen das ja, 1. Thessalonicher 2, 13. Wir danken Gott, dass ihr, als ihr das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahm, sondern als das, was es wirklich ist, als Gottes Wort. Sie verstanden, das ist Gottes Wahrheit. Und so wirkte das in ihnen und schuf auch diese Überzeugung, das ist Gottes Wahrheit. Was die Apostel lehren und was sie schrieben, ist Gottes Wahrheit. Und so wuchs mit jeder Schrift eines Apostels, wuchs der Kanon, bis das Buch der Offenbarung geschrieben war und dann war der Kanon vollendet und abgeschlossen. Also man sollte das Wort Kanonbildung nur verwenden für diesen Prozess. Den Prozess in den Jahrzehnten nach dem Tod Jesu, währenddessen die Briefe der Apostel geschrieben wurden und gesammelt wurden bis zum Buch der Offenbarung. Das ist der Prozess der Kanonwerdung. Und damit war der Kanon da. Und jetzt müssen wir uns natürlich so auch denken, übrigens René Pasch schreibt zu dieser Sache, alle Bestandteile des Kanons waren da, als das letzte Buch, die Offenbarung, gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Und es haben nicht Menschen darüber befunden, sondern Gott hat diese Überzeugung durch das Wort und durch den Geist gewirkt, das ist Wort Gottes. Und so bestand unter den Gläubigen des ersten Jahrhunderts ein von den Gläubigen ein gemeinsam von allen geteilter Konsens. Das ist Heilige Schrift. Und so war der Kanon abgeschlossen da. Nun, ein Prophet ist dadurch ausgewiesen, dass er eben von Gott gesandt ist, die Wahrheit Gottes lehrt und dass er, wie bei Mose, so war es bei den Aposteln, dass er auch die Gewalt hatte, Zeichen zu tun.
Und eine Schrift ist von einem Propheten Gottes oder einem Apostel geschrieben. Oder von einem Mitarbeiter wie Markus, und man sagt das auch, man weiß das auch, Markus war ein Mitarbeiter des Petrus und Markus hat das geschrieben, was Petrus ihm beigebracht hatte oder beibrachte. Und Lukas war Reisebegleiter des Paulus und wurde beauftragt und bevollmächtigt durch Gott, die Apostelgeschichte zu schreiben und davor auch das Lukas-Evangelium. Eine kanonische Schrift zweitens bezeugt sich selbst durch den Heiligen Geist als von Gott eingegeben. Drittens, eine kanonische Schrift wird vom Volk Gottes allgemein anerkannt. Viertens, sie hat alle Merkmale, die den biblischen Schriften eignen. Das heißt, eine kanonische Schrift stimmt überein mit allen anderen Büchern der Schrift. Allen, was im Alten und im Neuen Testament geschrieben ist. Also der Prozess hat so ausgesehen, die Apostel predigten, was sie predigten und erst recht, was sie schrieben, war Wort Gottes. Und das wussten die Hörer und Leser. Zweitens, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus, gibt Zeugnis von der Wahrheit. Eine vom Heiligen Geist inspirierte Schrift wird von Christus, der die Wahrheit ist, zeugen. Dieses Zeugnis kennt dann jedes Glied der Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Zeitgenossen der Apostel kannten die Apostel, sie vertrauten den Aposteln, die Apostel waren in allen Gemeinden bekannt und anerkannt und ihre Schriften ebenso. Und solange die Apostel noch lebten, war ein gemeinschaftliches Wissen aller Christen, aller Gemeinden da, welche Schriften das Wort Gottes waren und welche nicht. Und so hat der Heilige Geist durch den Glauben und die Treue der ersten Generation von Christen den Kanon ringsum abgesichert. Den damaligen Gläubigen konnte niemand eine Fälschung unterschieben. Auch die bekannten Lehrer der Kirche, die im zweiten Jahrhundert lebten, beanspruchten nie die gleiche Autorität wie die Apostel. Ignatius von Antiochien sagt: Ich gebe euch nicht wie Petrus und Paulus Gebote. Die waren Apostel, ich bin nur ein verdammter Mensch. Polycarp, der um 70 nach Christus zum Glauben kam, er schrieb: Weder ich noch sonst jemand, der wie ich ist, erreicht die Weisheit des herrlichen Paulus. Also sie wussten alle um diese unendliche Distanz, die zwischen ihnen bestand, als Dienern des Wortes und den Aposteln, die Empfänger von Offenbarungen waren und die inspiriert waren. Und die Gläubigen, das lernen wir aus Apostelgeschichte 17,11, die Gläubigen konnten alles, was an Geschriebenem unter ihnen kursierte, mit den Schriften des Alten Testaments vergleichen, mit all dem vergleichen, was sie von den Aposteln gehört hatten. Und so konnten sie alles abweisen, was dem widersprach. Und weil die kanonischen Schriften alle miteinander übereinstimmen, konnten die neutestamentlichen Autoren sich, wie wir gesehen haben, gegenseitig zitieren und aufeinander verweisen. Und durch diese Mittel erkannten die Gläubigen, was Heilige Schrift ist. Und Gott, der Heilige Geist, sorgte dafür, dass nichts Unreines in den Kanon eindrang und dass nichts vom Kanon verloren ging. Und so ist der Kanon geschlossen. Ja, nun liest man ja manchmal, wie Unsicherheiten bestanden, tatsächlich dann im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, und dass diskutiert wurde, ob wirklich Offenbarung zum Kanon gehört oder der Hebräerbrief dazu gehört, diese Unsicherheiten. Woher kamen die? Nun, wir haben jetzt nicht viel Zeit, auf Einzelnes einzugehen, aber diese Unsicherheiten in der Beurteilung des Kanons, der längst vorlag, seit Ende des 1. Jahrhunderts,
Woher rührten die? Der Grund für die Unsicherheiten, das war die geistliche Blindheit, die sich inzwischen über eine verweltlichte Christenheit gesenkt hatte. Und wir sollten aus den Kirchenvätern nicht mehr machen, als sie verdienen. Luther hatte da ein sehr gesundes Urteil. Luther war einfach ein Mann der Bibel. Sehr gesundes Urteil. Und so sagt Luther von Augustin: Augustin ist ebenso ein Mönch gewesen als Hieronymus. Sie haben des Papstes Lug müssen dienen. Das ist deutlich. Man soll aus Augustin nicht mehr machen, als er ist. Dann Adolf Zahn, er schreibt in seinem Aufsatz zum Kanon: Ist das Zeugnis des Geistes, der Trost im zerschlagenen Herzen, dass Gott den Gottlosen vor seinem Richterstuhl gerecht spricht, also wenn das der Trost im gläubigen Herzen ist, dass Gott den Gottlosen vor seinem Richterstuhl gerecht spricht, dann haben Irenäus und Athanasius nichts davon verstanden. Die Gnade war ihnen verborgen. Dass Irenäus den Hirten des Hermas als kanonisch betrachtete, verwundert uns nicht, denn was haben diese Kirchenväter nicht alles gegessen? Gottes Wort und Geist hatten sich zurückgezogen und es war Nacht geworden. Das ist ein absolut zutreffendes Urteil über den geistlichen Zustand der Kirche im 3. und 4. und 5. Jahrhundert. Und darum verwundert es uns nicht, dass sie dachten, der Hirte des Hermas könne womöglich kanonische Schrift sein. Also was in diesem Brief steht, das ist teilweise nichts anderes als ein Unfug. So weit entfernt vom Neuen Testament, dass man sich fragt, wie kann man das je als mit neutestamentlichen Schriften vergleichbar ansehen? Da muss man schon sehr, sehr weit, weit entfernt sein von der Klarheit, die uns Gottes Wort und Gottes Geist gibt über Gottes Gedanken. Es bleibt uns, oder bleibt mir noch und bleibt uns noch, diese 2-3 Minuten, ich fasse oder ich lese die Worte, mit denen René Basch die entscheidenden Wahrheiten zur Entstehung des Kanons zusammenfasst. Erstens, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schriften, denen diese Eigenschaft fehlt, haben keinen Platz im Kanon. Zweitens, sind die Menschen fähig, die Inspiration so klar zu erkennen, dass sie unterscheiden können, ob dieses oder jenes religiöse Buch zum Kanon gehört? Es verhält sich damit wie mit der Offenbarung, also der Offenbarung, die Gott gibt. Der natürliche Mensch nimmt die geistlichen Wahrheiten nicht an. 1. Korinther 2, Verse 19 und 14. Darum wirkt der Herr drei Wunder. A. Die Inspiration, die er den geheiligten Verfassern gewährt. B. Die Erleuchtung dem willigen Leser, damit er den inspirierten Text verstehen kann. C. Das Unterscheidungsvermögen, das er der gläubigen Gemeinschaft gibt, damit sie die Schriften göttlichen Ursprungs erkennen und sie im Kanon bewahren. Und dann drittens, Gott spricht nicht umsonst. Wenn er sich an die Menschen wendet, dann befähigt er sie, seine Botschaft mit Gewissheit zu verstehen. Es ist offenkundig, dass ein geheimnisvoller und unfehlbarer Instinkt Israel und die frühe Kirche führte, als sie die heiligen Schriften sammelten und sie zum Heil der Welt bewahrten. Wir beten zum Schluss. Ja, wir danken dir, dass du geredet hast durch die Väter, dass du sie aufgetragen hast und befähigt hast, zu schreiben, was sie schreiben sollten, dass du dafür gesorgt hast, dass diese heiligen Schriften bewahrt wurden, überliefert wurden, erhalten blieben. Wir danken für die Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken für die Gabe deines Wortes und wir danken, dass wir
glauben konnten an die Gabe deines Sohnes, deine unaussprechliche Gabe. Wir danken für die Stunden, die wir gemeinsam verbringen konnten über und im Nachdenken über dein Wort, über die Wahrheit deines Wortes, die Glaubwürdigkeit deines Wortes, die Reinheit deines Wortes, die Kraft deines Wortes. Dein Wort ist Wahrheit. Dir dürfen wir vertrauen. Wir befehlen uns dir an, deiner Gnade, deiner bewahrenden Macht und Gnade. Bewahre uns alle, wenn wir jetzt auseinandergehen. Bewahre uns alle auf dem Weg nach Hause. Bewahre uns auf der Straße, die auf der Straße reisen. Bewahre uns, die wir im Flugzeug nach Hause reisen. Wir vertrauen dir, deiner Treue, deiner Macht und danken für alles. Amen.